Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 in The Golden Mask für den PC. Im letzten Part haben wir das Hauptspiel abgeschlossen. Wir sind jetzt nur noch so in einem Bonuslevel. Nennt sich Albtraum in Vegas. Bekommt man, wenn man alle 12 Secrets das Hauptspiel ist ja an sich Tomb Raider 2 in den Hauptlevels von der Erweiterung The Golden Mask. Wenn man da alle Secrets findet, dann kann man vom Menü aus in dieses Level. Wir haben es nicht geschafft. Ich habe mir ein Savegame runtergeladen und wir sind jetzt im Hotel von Lara und finden hier erstmal eine Shotgun. Oh. Aha. Oh. Das geht nicht kaputt. Das Hotel scheint irgendwas mit K zu heißen. Hier steht ja überall K. Was ist das da oben? Ups. Oh lol, ist das Winston? Oh nee, geh weg, Winston. Habe ich eigentlich. Doch, den Craftmaner habe ich in Tomb Raider 2 als Bonuspart gezeigt. Oh Gott, hier will ich glaube noch nicht hin. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Ich wollte eigentlich nochmal in den Bathroom, damit der ist wahrscheinlich hier sein. Na Moment, das war doch gerade der Bathroom. Na jedenfalls der Raum, wo Winston ist. Ist das hier? Nee, das ist eine Vorratskammer. Die an sich ziemlich der aus Laras eigenem Haus ähnelt. Na gut, das Level heißt ja hier auch Albtraum in Vegas. Vielleicht ist das halt ein Albtraum, wo halt so eine Mischung aus ihrem Haus auch und Vegas ist halt. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich hab das nicht programmiert. Das sieht jedenfalls krank aus. Aber es sieht cool aus. Es erinnert mich halt leicht an meinen absoluten Lieblingsteil des Hauptspiels. Also aus Tomb Raider 2, da gibt es halt so ein... eine bestimmte Levelreihe, die ich von allen am meisten liebe, am meisten mag. Das ist halt die Venedig-Reihe. Und das Ganze, zumindest das Hotel gerade, erinnert mich schon ein bisschen mehr daran, weil es halt nicht mehr so Höhle und bla ist. Und kannst du mal bitte... Wieso ist sie gerannt? Sie ist gerade einfach gerannt, ohne dass ich was gedrückt habe. Das hat mich halt ein bisschen verwirrt. Verwirrt. So. Was muss ich tun? Ich muss höchstwahrscheinlich irgendwas auf diesem Balkon tun. Bis darüber komme ich nicht. Da ist eine Leiter. Und da ist jemand rumgelaufen. Aha. Ich könnte auf dieses Schräge springen, aber ich glaube, den Sprung bis darüber würde ich nicht schaffen, oder? Ich gucke erstmal kurz auf der anderen Seite. Nee. Das ist nicht... Dann probiere ich mal eben den Sprung auf diese Schräge da. Oh Gott. Obwohl, also wie hier die Decke ist. Ich weiß ja nicht. Hä? Nee, das ist definitiv zu weit. Dann muss ich wohl irgendwas anderes tun. Oh, es fängt ja schon mal gut an, dass ich extrem gut weiß, was ich eigentlich tun muss. Moment, ich habe hier vorhin Winston geholt. Oh, hier ist noch eine Tür. Die habe ich völlig übersehen. Ich hatte mich schon gefragt, es muss doch eine Tür irgendwie in die Lobby geben oder so. Oder irgendwas. Weil es kann ja nicht sein, dass... Nightmare Vegas. Es kann ja nicht sein, dass die Tür nur aus dem Fenster führt und nicht irgendwie ins Level selbst irgendwie rein. Irgendwie. Naja, ich gehe erstmal kurz hier bis zum Ende. Hier bräuchte ich einen Schlüssel. Einen Schlüssel habe ich nicht. Okay. Gut, dann muss ich mich jetzt wohl hier rechts langhangeln. So sieht es mir zumindest aus. Danke. Wäre das jetzt Tomb Raider 3, könnte ich jetzt da oben reinklettern und da drin kriechen, aber das ist nicht Tomb Raider 3. Und ich bin auch ganz froh, weil Tomb Raider 2 ist nach wie vor mein Lieblingsteil. Gut, das hier ist jetzt im Prinzip nicht Tomb Raider 2. Es ist halt Golden Mask, sind halt diese Bonuslevel, die eigentlich nicht zum Spiel selbst gehören mehr. Aber für mich ist es trotzdem einfach noch Tomb Raider 2. Also es ist irgendwie was Komisches. Natürlich, es gefällt mir nicht mal ansatzweise so gut wie der zweite Teil selbst. Und das ist auch richtig so, weil der zweite Teil ist meiner Meinung nach nicht zu übertreffen. Denn der zweite Teil ist für mich eine lebende Legende. Das muss man so sagen. Eins der besten Spiele. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Mann, ey! Ich habe jetzt aber gerade mal so gemerkt, wenn ich hier jetzt gerade schon so hochklettere. Wenn ich den hier schon so durchs Fenster abschießen kann, dann kann ich dafür auch eigentlich die Pistolen nehmen.
Dann muss ich da nicht echt extra Shotgun-Muni verschwenden. Wenn er nochmal herkommen würde, bitte. Bitte. Ich hab's doch gerade geschafft, den einen zu killen. Dann halt nicht. Mach ich's halt so. Das sind doch die Typen hier aus Venedig. Stopp, danke. So, lassen wir irgendwas fallen. Ja, der hat ein kleines Medikit fallen gelassen. Von denen habe ich sonst noch. Also ich hab. Ich find's ein bisschen doof, dass mein Inventar halt weg ist. Aber naja. So, jetzt ist halt, damit muss ich leben. Und was hat der fallen gelassen? Schrotmunition. Das ist auch sehr gut. Besonders, weil ich hier in dem Level, weil es eben auch nur für ein Level ist und bla, jetzt eigentlich keine Scheu haben muss, irgendwelche Munition zu verschwenden. Hier liegt extrem viel Shotgun-Muni rum. Erinnert mich eben an das Bonus-Level. Ne, nicht mal das Bonus-Level, sondern das letzte Level in Tomb Raider 2. Da war das ja auch so. Nur da hatte ich eben gar keine Pistolen. Ich war halt in dem Haus da und bla. Ihr habt das ja gesehen, wenn ihr das Haupt-Let's-Play gesehen habt. Und falls nicht, oder falls ihr das Spiel generell nicht kennt, dann guckt euch das Let's Play an, was ich dazu gemacht habe, denn das Spiel ist einfach unvergleichlich geil. Am coolsten finde ich halt den Venedig-Teil und den, wo man auf dem Schiff ist. Ah, es ist wirklich genau der Winston aus dem Croft Manor. Ich weiß nicht, habe ich eigentlich in dem Croft Manor Video damals gesagt, was ich von Winston halte? Falls nicht, ja, falls doch, dann seid froh. Und hier ist der Schlüssel, den ich brauche. Obwohl das für mich irgendwie gar keinen Sinn ergibt, weil der Schlüssel hätte doch dann die Tür zu diesem Raum hier geöffnet, oder nicht? Das ergibt doch dann gar keinen Sinn. Hier, es hätte doch diese Tür geöffnet. Oder auch nicht? Ah nein, gut. Oder auch nicht. Hotel Key. Speichern. Und wir können weiter im Hotel gehen. Da geht's nicht geradeaus. Oh, das sieht schick aus. Erinnert mich jetzt auch gerade ein bisschen an den Teil auf dem Schiff. Oh, hi. Hi, Endboss aus Golden Mask. Musst du hier auch wieder ein Endboss? Muss ich dich irgendwann freilassen und du tötest mich? Oder ich soll dich töten? Oder so. Ist das hier so eine Art kleines Museum oder was? Ausstellung? Das Problem ist, dass das Ding da in dem Käfig lebt. Lol. Wieso tut es das? Ich werde angeschossen. Danke. Wo kommt der denn plötzlich her? Ich sollte mal jetzt dringend das kleine Medikit hier benutzen. Oder eins der drei kleinen. Da kann ich hochklettern auf beiden Seiten. Hier liegt nichts. Oder chill mal, Vogel. Ich schenke dir schon irgendwann noch Freiheit oder eben auch nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie mir gerade wie gerade meine Laune ist so. Oh nee. Moment, hier bringt es gar nichts. Ah doch, hier, das bringt was. Oh, ich dachte gerade, ich könnte da jetzt rein zu dem Vogel springen, aber nein, hier ist ein Dach. Falls man das so nennen kann. Jedenfalls ein Gitter ist drüber, über dem Käfig. Aber egal, das seht ihr ja alles selbst. Ah. Allerdings werde ich jetzt höchstwahrscheinlich auch gleich schon den Part beenden. Nach wie vor bleiben mir nur 15 Minuten. Sonst hätte ich generell einfach viel weniger Parts gebraucht. Aber ich nicht. Ja. Und bevor ich jetzt hier noch irgendwas anfange und dann mittendrin aufhöre oder aufhören muss oder so. Oh ne, und der folgt mir ein bisschen hinter der Spaten. Okay, mal gucken. Da wäre eine Leiter nach oben. Hier könnte ich so ein Ding einsetzen. Wahrscheinlich für einen Fahrstuhl. Da hinten ist ein Hebel. Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier auf der Seite scheinbar überall wirklich nichts. Doch, das hier. Das Gitter könnte ich irgendwie öffnen, wahrscheinlich. Schätze ich mal. Mann, das Level erinnert mich irgendwie gerade an eine Mischung aus dem Schiff-Level. Und Venedig. Nur halt nicht so geil. Aber okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwas machen. Ach du Kacke. Da wäre jetzt einmal die Leiter, die ich hochklettern könnte.
Unten sind Glasscherben. Was passiert denn, wenn ich das hier drücke? Ich behaupte jetzt mal nichts, weil diese komische Codecard nicht da ist. Ich wette, das wäre für den Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl ist halt im Arsch gerade. Wow. Deshalb würde ich sagen, ich kletter hier noch schnell hoch. Und da cutten wir dann gleich. Nein, nicht schon wieder. Ich hab's. Nein! So. Bis zum nächsten Part und tschüss.